Chegodev. Hallo, Lynette, ich begrüße dich ganz herzlich und all die anderen, die noch kommen werden zum Live-Video. Menschliche Beziehungen können zur Hölle werden, wenn wir mit uns selbst und mit den anderen im Widerstand sind. Warum sage ich menschliche Beziehungen? Es gibt ja auch Beziehungen unter den Tieren, Pflanzen, Mineralien. Überall sind Beziehungen. Auch unser Bezug zu Tieren, Pflanzen, Mineralien, Gestein, Berge, Wälder, Seen. Sind ja auch Beziehungen. Also überall können wir Beziehungen haben. Und wie gesagt, die Pflanzen und Tiere genauso unter sich. Aber warum haben wir Menschen so viele Probleme in unseren Beziehungen? Pflanzen, Tiere und die Mineralien, die haben keine Probleme. Weil die ganz mit der Natur sind. Die haben sich nicht getrennt von ihrer Natur. Selbst wenn wir uns mal so Tierfilme ansehen, die sich ja auch bekämpfen, die ja immer damit beschäftigt sind, dass sie einen vollen Magen haben und in der Wildnis fressen sie sich gegenseitig auf, um zu überleben. Und dennoch sind sie ganz mit der Natur. Sie sind ganz im Fluss mit der Natur. Warum? Weil das ganz ihre Natur ist, zu sein. Sie sind, wie sie sind. Und so haben die auch, so machen die auch nichts Verkehrtes. Die machen keine Fehler. Und somit haben die auch kein Karma. Karma, das Gesetz von Handlungen, von Aktion gleich Reaktion, haben die Tiere nicht. Obwohl es da schon manchmal ganz schön heftig zugeht. Und wir beobachten das ja auch, wenn wir zum Beispiel einen Hund haben oder eine Katze oder ein Meerschweinchen. Wie gut uns das tut. Viele Haustierbesitzer behandeln ihre Tiere, manchmal behandeln sie ihre Tiere besser
als ihre Freunde. Woran liegt das? Ganz einfach gesagt, weil sie keinen Widerstand erfahren bei ihren Tieren. Wenn wir so einen Hund betrachten, der wedelt immer mit dem Schwanz. Egal, wie die Laune, das Befinden von seinem Herrchen ist. Das Herrchen kann völlig in der Depression sein und des Lebens müde sein. Und trotzdem bleibt der Hund in seiner Freude. Warum? Weil er seine Natur nicht verlässt. Er ist immer angebunden an seine eigene Natur, an das Sein. Und so sind alle Tiere, alle Pflanzen, alle Mineralien mit ihrer eigenen Natur verbunden. Die kennen auch keine Trennung. Und selbst wenn man den Ursprung betrachtet, und da können wir uns jetzt auch dazu zählen, uns Menschen, der Ursprung ist da, wo alle Formen sich aufgelöst haben. Und dieser Ursprung ist sehr lebendig, ist nicht tot, aber formlos, unmanifestiert. Und so erfahren die Tiere, die Pflanzen und vielleicht auch die Steine etwas, weil die sind ja sehr unbewusst, die Steine. Und Pflanzen sind schon mehr bewusst und Tiere sind noch mehr bewusst. Und wir Menschen können total bewusst sein, ganz bewusst sein, ohne Einschränkungen, ohne Begrenzungen. Aber warum sind wir nicht total bewusst? Warum haben wir all diese Probleme? Wir haben die Probleme mit unseren Mitmenschen, mit unserem Partner, mit unseren Kindern, uns auch mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit den Mineralien. Obwohl die drei, die Mineralien, die Pflanzen und die Tiere, uns alle wohlgesonnen sind und nicht im Widerstand sind mit uns. Daran können wir erkennen, dass wir uns von der Natur getrennt haben. Dass wir nicht mehr eins sind mit der Natur. Wir glauben, dass wir uns über die Natur erhoben haben. Wie heißt es so schön? Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Und das nehmen die Menschen alle ganz gut für sich in Anspruch. Die sagen hier, ich bin der König. Ich bin der König von meinem Königreich, von all meinen Besitztümern. Ich bin der Chef. Und da darf auch ja keiner jemand anderes in das Königreich hineinkommt, wenn er nicht sich angemeldet hat. Wir leben in Trennung. Und wo können wir das sehr frühzeitig erkennen, dass wir in Trennung sind? In unseren Gedanken. In unseren Gefühlen,
in unseren Emotionen, so in unseren Ärger, in unserer Wut, in unserer Eifersucht, in unseren Schmerzen, in unseren Depressionen, in unseren Zweifeln. Überall können wir erkennen, dass wir nicht wie die Mineralien, die Pflanzen und die Tiere im Fluss der Natur sind. Unsere Gedanken über die Vergangenheit, über unsere Erlebnisse aus der Vergangenheit. Es macht uns so viel Spaß, darüber nachzudenken, Pläne zu machen über die Zukunft, ganz in der Zukunft zu leben. Und dann sagen wir, das ist das Leben. Und erkennen nicht, dass wir am Leben vorbeileben. Wir streiten uns von morgens bis abends. Nicht überall, nicht immer. Es gibt auch Phasen, wo wir ganz in Liebe und Harmonie sind mit den anderen. Und trotzdem, wenn wir in Liebe und Harmonie mit dem anderen sind, kommt nach einer gewissen Zeit eine gewisse Unzufriedenheit in uns auf. Weil wir merken, der andere, der Partner, kann uns nicht die ersehnte Liebe geben, kann uns nicht den ersehnten Frieden geben, kann uns nicht unsere Wünsche, die wir in uns haben, erfüllen. Und so werden wir, so geht unsere gute Stimmung dahin. Dann fangen wir an zu kritisieren, kritisieren unseren Partner, unsere Kinder, unseren Arbeitgeber, unseren Freunden gegenüber, treten wir mit Widerstand gegenüber auf. Überall drücken wir unsere Unzufriedenheit auf. Drücken wir unsere Unzufriedenheit aus. Und das nennen wir Leben. Wir leben nicht, weil wir getrennt sind von uns selbst. Wir haben uns getrennt von unserer Natur. Was ist unsere Natur? Unsere Natur ist das, was wir in Wahrheit sind. Wir suchen unsere Natur. Und deshalb ist es auch ganz gut, in die Natur zu gehen. Dahin zu gehen, wo die Natur ist. Zum Beispiel, wir gehen in den Wald. Und viele beschreiben ja auch, und alle, wir erfahren das ja auch, dass wenn wir im Wald sind, dann merken wir eine Stille, die von den Bäumen ausgeht. Und wenn wir dann mal so einen Baum in die Arme nehmen oder die Hand an den Baum legen, dann merken wir, dass da eine Stille ist, die so ganz anders ist als das, was wir in uns erfahren. Und wenn wir uns da hingeben können, wenn wir uns dem Baum mit seiner Stille, die er in sich trägt, hingeben können, dann merken wir, dass wir still werden. Und wir können durchaus unsere Stille erfahren, die wir
in der ganzen Hektik, wenn wir im Beruf sind oder mit dem Partner sind oder mit den Kindern sind oder am Arbeitsplatz sind, gar nicht erfahren können. Wir geben uns in der Natur hin, wie zum Beispiel dem Baum oder unserem Hund, mit dem wir mal rumspielen, dem wir Futter geben, mit dem wir Gassi gehen. Und beobachten mal den Hund, wie der sich so verhält. Und wenn wir den Hund so ganz wahrnehmen, wie den Baum, und uns auf den Hund einlassen, dann schenkt der Hund uns etwas. Er schenkt uns seine in ihm wohnende Stille. Wir können durchaus durch die Hingabe zur Natur, ob es nun der Baum ist, der Hund, die Katze, das Meerschweinchen, allen Tieren gegenüber, allen Pflanzen gegenüber, unsere eigene Stille realisieren. Meistens haben wir gar keine Muße oder keine Zeit, uns da so groß hinzugeben. Und das aber das Gleiche machen wir ja auch, wenn wir den Yoga-Weg gehen. Wenn wir so körperliche Übungen machen, dann geben wir uns unserem Körper, unseren Übungen ganz hin. Und da passiert es genauso, dass wir durch unsere Hingabe zu uns selbst kommen, in die Stille. Oder wir sitzen da, denken Mantra. Erst merken wir, wow, diese Turbulenz, so nach kurzer Zeit werden die Gedanken weniger. Und das ist schon mal so eine Hingabe, so ein kleines Transzendieren zu sich selbst. Wir erfahren dann immer mehr unsere eigene Natur. Oder der Maler, der malt ein wunderschönes Bild und sieht sich immer mehr in seinem Bild und gibt sich sein Bild, jedem Pinselstrich gibt er sich hin, kommt so ganz in die Stille, nur durch seine Aufmerksamkeit, seine Ausgerichtetheit, durch seine Hingabe zu dem, was er macht, kommt er in die Stille von seiner Tätigkeit. Und dann merkt er plötzlich, dass diese Stille, die er so äußerlich jetzt erfährt in seinem Bild, in seinem Denken, seinem Fühlen, dass diese Stille auch in ihm selbst ist. Und wenn er mit dem Malen fertig ist und geht dann zum Mittagessen, dann ist er noch ganz beschwingt und erfüllt von seinem Werk, von dieser Stille. Und seine Frau wird vielleicht sagen, boah, was hast du denn gemacht? Du siehst ja so glücklich aus, du bist so zufrieden. So kenne ich dich ja gar nicht. Ja, er hat die Stille durch seine Tätigkeit, durch die Hingabe zu seinem eigenen Werk in sich selbst erfahren. Und er kann sein Bild, das auch die Stille in sich enthält und auch auf ihn, auf den Maler, auf den Schöpfer überträgt, beleben. Das ist so eine Wechselbeziehung, dass die Stille von seiner Tätigkeit, von seinem Bild, durch seine Hingabe und dann ist die Stille, die der Maler in sich selbst erfährt und dann merkt er plötzlich, dass gar kein Unterschied, dass keine Trennung mehr zwischen seinem Bild
und von ihm selbst. Keine Trennung. Vorher Gedanke im Gedanken, boah, wie male ich das so und so und so und so. Da war er noch so in dieser Turbulenz. Da hat er noch nicht die Stille in sich selbst erfahren und noch nicht die Stille in dem Bild erfahren. Und daran können wir erkennen, wenn wir uns unserer Tätigkeit, was wir machen, ganz hingeben, dann merken wir, diese Widerstände oder diese vielen Gedanken, diese Trennung hört auf und wir realisieren die Stille, die in uns ist und die Stille, die außerhalb von uns ist. Und das ist keine Trennung. Genauso, wenn du jetzt hier bist und zuhörst und bist ohne Widerstand, ohne deine Geschichten aus der Vergangenheit, deine Überlegungen über die Zukunft, alles ist weg. Bist einfach noch nur hier und hörst zu. Dann bist du präsent. Und das ist das Zuhören, das ist das wahre Zuhören. Das andere ist ja kein Zuhören, da bist du ja mit deiner Vergangenheit beschäftigt, mit deiner Zukunft beschäftigt. Und sobald die Vergangenheit und die Zukunft ins Spiel kommen, bist du nicht da, wo du eigentlich bist. Nicht im Hier und Jetzt. Tiere, die sind immer im Hier und Jetzt, sind immer präsent. Deshalb wackeln sie mit dem Schwanz, drücken ihre Freude da aus. Auch Enten, wenn die schwimmen so und dann so mit ihren Flügeln da rumplanschen oder die Spatzen so im Teich so baden da und planschen, das macht mir so einen Spaß zu sehen, wie die ihre Präsenz präsentieren. Oder kleine Kinder, gestern war ich auf dem Spielplatz mit einer Freundin, die hat zwei Kinder, eins ist jetzt 22 Monate alt und das andere 10 Jahre alt. Und das hat so eine Freude gemacht, die beiden Kinder zu erfahren. Und da konnte man auch sehen, das ältere Kind war schon viel mehr in der Trennung, im Widerstand. Das will ich nicht, das mag ich nicht. Ich mache das jetzt so, bitte schau zu, wie ich das mache. Verlangte die Aufmerksamkeit von der Mutter, von mir. Und das andere Kind, 22 Monate, kleiner Junge, ganz süß, der war so unschuldig am Spielen. Und wenn ihm was nicht gefiel, dann kreischte er rum und so und strampelte mit den Füßen. Da war aber kein Widerstand. Das war seine Natur, weil er nicht sprechen konnte, noch nicht so gut sprechen konnte, sich so auszudrücken. Und da fühlte ich immer so eine Einheit mit all dem, was er getan hat. Ob er lachte oder weinte, strampelte, juchzte, war immer ganz mit sich selbst. Immer im Hier und Jetzt. Immer in der Präsenz. Ohne Wenn und Aber. Und wenn wir unser Leben betrachten, schon morgens, wenn wir aufstehen, und wenn wir das mal machen, so mal beobachten, wo wir im Widerstand sind, wo wir nicht im vollen Ja sind. Sind wir im Ja, völlig im Ja mit dem, was gerade ist, mit dem, was uns, was wir erfahren. Zum Beispiel, wir haben es eilig, möchten auf die Toilette, ist besetzt, weil die Kinder die Toilette besetzen. Und dann gucken wir auf die Uhr, oh, ich muss, ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Sind am Schimpfen. Das darf auch sein, wenn wir in der Präsenz sind. Und wenn wir in der Präsenz sind und auch unsere Gefühle Luft machen,
dann ist das natürlich. Aber wenn wir da jetzt eine riesen Geschichte draus machen, in Widerstand gehen, den anderen kritisieren, tadeln, unsere Bemerkung macht immer ihr, immer besetzt die Toilette, immer das Gleiche mit euch, wie wir das oftmals machen, dann sind wir nicht wirklich bei uns, nicht im Fluss der Natur. Und so gibt es an einem Tag tausende von Begegnungen oder von Erlebnissen und Erfahrungen, wo wir beobachten können, dass wir nicht wirklich da sind. Und wir können erst wirklich da sein, so wie wir den Baum umfassen und spüren, unsere Gedanken werden weniger. Und wir spüren die Stille von dem Baum und erfahren durch die Stille, die jetzt vom Baum auf uns, von dem Baum auf uns einströmt, unsere eigene Stille. Und wenn wir in der Stille sind, das ist kein Widerstand. Und das ist kein Ärger, das ist keine Wut. Alles das, was uns immer ständig beschäftigt, ist nicht da, weil die Stille ist das unbegrenzte, allgegenwärtige, reine Bewusstsein, ist die Transzendenz. Das ist der Bereich jenseits von allen Formen. Und dann, wenn keine Formen da sind, wie kann da Widerstand aufkommen? Den Widerstand haben wir nur uns geschaffen dadurch, dass wir uns getrennt haben von dem, was wir sind. Und weil wir getrennt sind, wir sind getrennt von unserem Körper, wir sind getrennt von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen, von unserem Partner, überall sind wir getrennt. Keine Einheit, immer Zweiheit oder Vielheit. Und das macht uns Probleme. Wir betrachten den Partner nicht als ein Teil von uns. Wir betrachten den Partner als ein Objekt. Genauso, wenn ich einen Baum angucke und ich umarme ihn nicht und habe mich nicht dem Baum ganz hingegeben, dass ich die Einheit mit dem Baum erfahre, dann ist der Baum ein totes Objekt. Genauso dein Partner, schaust deinen Partner an, im Grunde genommen ist es ein totes Objekt für dich. Das willst du aber nicht haben und willst nicht hören, dann sagst du, nein, ich liebe meinen Partner und wir sind so schön in der Liebe und wir verstehen uns so gut. Und trotzdem merkst du deinen Widerstand in deiner Beziehung. Du möchtest gerne ins Kino gehen, dein Partner möchte gerne am See spazieren gehen. Und jeder möchte jetzt das durchsetzen, was er gerne denkt und was er gerne möchte. Kommt Widerstand auf. Widerstand ist Kampf. Und Widerstand ist Trennung. Wovon Trennung? Die Trennung von dir selbst. Die Trennung zu deinem Partner. Das ist keine Einheit. Das ist kein Fluss. Keine Gemeinsamkeit. Es lebt in Trennung. Man versucht, die Trennung zu überbrücken durch gemeinsames Essen, Hobbys, gemeinsames Schlafen gehen soll, gemeinsames Schlafzimmer, seine Liebesfreuden mit dem Partner. Und dann wird das alles unter dem Deckmantel der Liebe gesehen. In Wirklichkeit wissen wir gar nicht, was Liebe ist, weil wir das so gewohnt sind. Seit Millionen von Jahren sehen wir die Liebe im Äußeren und suchen die Liebe im Äußeren,
und erkennen nicht, dass die Liebe nur in uns selbst ist und der Partner eine Erscheinung von uns selbst ist. Und der Partner ist so ein wunderbares Geschenk. Auch die Kinder, so ein wunderbares Geschenk. Und so eine große Hilfe. Egal, wo der Partner in seiner Evolution, in seinem Bewusstsein ist. Weil die Natur hat euch zusammengefügt, aus welchem Grund auch immer. Und jeder lebt sein Leben. Das heißt, jeder ist eine Erscheinung von dem anderen. Also der Mann sieht seine Frau und kritisiert sie vielleicht und beschwert sich, ist mit vielen Dingen nicht einverstanden. Aber im Grunde genommen, all das, was er so glaubt, in seiner Frau zu sehen, ist alles ein Ausdruck von seinem eigenen Selbst, von seiner eigenen Unzulänglichkeit, von seiner eigenen Unwissenheit und umgekehrt genauso. Und da haben wir unsere Probleme. Aber wenn wir das verstehen, dass alles, der Partner, unser Chef, unsere Kinder, unsere Eltern, auch ein ganz wichtiger Punkt, unsere Eltern, wo viele Probleme mit haben mit ihren Eltern. Alles ist eine Erscheinung von uns selbst. Alles haben wir uns selbst geschaffen. Wenn wir das verstehen, und wir können das erst richtig gut verstehen, wenn wir die Stille erfahren. Das ist nicht diese oberflächliche Stille, das ist diese transzendentale Stille. Und wenn wir die erfahren und die in unserem täglichen Leben leben, dann fällt all das, wo wir jetzt uns den Kopf drüber machen, wo wir doch denken, boah, ich muss meine Widerstände loswerden, ich muss in die Liebe kommen, ich muss in Frieden kommen, all das fällt weg, all diese Probleme fallen weg, Widerstände fallen weg. Warum? Weil, wenn die Stille erkannt wird in einem selbst, da fallen all diese Dinge weg, weil in der Stille das ja nicht ist. All diese Widerstände, all diese Kämpfe, die Kritiken, die wir haben. Wenn wir kritisieren, kritisieren wir immer uns selbst. Wir meinen zwar, wir kritisieren jetzt unseren Partner, weil er nicht nach unserer Pfeife tanzt oder unsere Kinder, weil die nicht das machen, was wir sagen. Aber in Wirklichkeit können wir nur das sehen und erfahren, was wir uns selbst geschaffen haben. Und wenn wir das so erkennen in uns, und wir erkennen das, wie ich sagte, durch die Stille, und dann bist du der Beobachter. Du bist der Beobachter von dem, was so außerhalb von dir passiert. Das heißt auch, du beobachtest deinen Körper, wie dein Körper reagiert, ob der Wut ist, ob der Ärger ist, ob der Liebe ist. Und dieser Beobachter, der macht nichts, der schaut einfach nur, was da abläuft. Aber das setzt voraus, dass du sehr bewusst sein musst. Du musst voll bewusst sein. Du musst voll in deinem Gewahrsein sein, in deiner Wahrnehmung sein, wo dir nichts entgeht. Also keine unbewussten Dinge, Gedanken, Gefühle, sondern alles total bewusst. Und wenn du bewusst bist, wenn du total bewusst bist, bist du in der Präsenz. Du bist in der Gegenwart. Und die Gegenwart kennt keine Probleme, die kennt keine Widerstände, die kennt keine Zweifel, die kennt keine
Eifersucht. Er kennt keine Depression. Und das ist deine wahre Natur. Deine wahre Natur ist nicht das, was wir alle so mehr oder weniger erfahren. Ängste, Furcht, Depression, Krankheiten, all diese Dinge. Wo wir glauben, das ist das Leben. Nein, das ist nicht das Leben. Das ist der Tod. Wir leben ständig, was wir als Leben bezeichnen, den Tod. Und sind gar nicht in der Lage zu leben. Wir können erst leben, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn wir erkennen, was unsere wahre Natur ist. Wie sollen wir leben, wenn wir noch nicht mal wissen, wer wir sind? Wir sind nicht die Illusion. Und all diese Illusionen, die wir uns ständig kreieren, weil wir glauben, da die Liebe zu finden, da die Freude zu finden, da den Frieden zu finden. Das sind wir alles nicht. Und wenn du jetzt diese Stille, die überall ist, die ist nicht irgendwo hier oder da, die ist überall. Und du warst noch nie von dieser Stille getrennt, die ist immer da. Das Einzige, was passiert ist, das bei den Tieren, bei den Pflanzen, bei den Mineralien nicht passiert, dass wir von Gott das Geschenk bekommen haben, unseren eigenen Geist zu benutzen, um unser Leben zu gestalten. Das heißt, jeder benutzt seinen Geist. Ursprünglich war der Geist nicht begrenzt, der war unbegrenzt. Aber dadurch, dass wir jetzt so angefangen haben, uns mit den Objekten, unserer Wahrnehmung zu identifizieren, haben wir den Boden oder den Füßen verloren, haben wir den Kontakt zu uns selbst verloren. Und deshalb wird überall in all den Schriften und insbesondere auch in der Bhagavad Gita, zweites Kapitel oder auch in allen Kapiteln immer wieder beschrieben, du bist nicht der Handelnde. Gott, das sagt ganz viel, nicht? Du bist nicht der Handelnde. Und wir in unserem Wahn betrachten uns immer als die Handelnden. Und dann wollen wir natürlich auch die Früchte haben von unseren Handlungen. Und dann kommen wir noch mehr in diesen Identifikationen. Wir wollen immer mehr Früchte haben. Wir machen etwas und möchten dafür bezahlt werden. Und wenn wir nicht den Lohn bekommen, dann sind wir verärgert. Dann sind wir wütend. Und damit identifizieren wir uns dann auch wieder nicht mit unserem Ärger, mit unserem Wut, mit unserer Unzufriedenheit. Und dann geht es uns nicht gut. Das Übel ist entstanden, nachdem wir aus dem Paradies gefallen sind durch den Sündenfall. Das ist ja nur so auch so eine gute Idee oder so eine gute Vorstellung zu erklären. Vorher waren wir so völlig im Einklang mit Gott, mit der Natur, wie die Tiere, wie die Pflanzen, völlig im Fluss mit der Natur. Und jetzt konnten wir unterscheiden zwischen Gut und Böse. Nicht? Wir sollten nicht von dem Apfel essen. Das heißt, wir sollten im Einklang mit der Natur sein, wie es die Pflanzen und die Tiere machen. Wir sollten ganz im Fluss mit der Natur sein. Aber nein, wir wissen es besser als der liebe Gott. Und dann beißen wir in den Apfel hinein und dann haben wir das Theater. Und so ist es mit allen den Dingen in unserem Leben. Viele Dinge merken wir einfach, das wäre nicht gut, wenn wir das tun. Und dennoch tun wir das. Wir fühlen, das ist nicht gut, jetzt das zu essen. Aber alle Leute essen das und ich habe das früher auch immer gegessen, schmeckt mir so gut. Und Mampf, Mampf, Mampf. Und dann liegen wir auf dem Sofa und sagen, boah, warum bin ich so müde? Warum bin ich, boah, mir geht es heute gar nicht gut. So, ich weiß gar nicht, meine Gedanken, die fließen nicht mehr so klar.
viele Dinge wissen wir einfach. Wir haben Intellekt. Wir können immer in jedem Moment unterscheiden, mache ich dies oder mache ich das? Das können wir. Und manchmal sagen wir, können das nicht. Wir sind so vereinnahmt von einer Situation. Gut, dann ist es so. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen schweren Unfall gehabt hast und liegst am Krankenhaus so und bist an all den Schläuchen angeschlossen, dann kannst du ja sagen, so jetzt stehe ich auf, aber das geht nicht. Du kannst ja nicht aufstehen, weil der Körper im Eimer ist. Du liegst da, aber was kannst du machen? Selbst da, wenn du da liegst, so, kannst nichts machen. Du kannst Ja sagen. Das Ja können wir immer sagen. Egal wie es ist, ob du Krebs hast, ob du diesen Unfall hattest oder hast, ob du gelähmt bist, ob du eine Sprachstörung hast, ob du ein großes Muttermal im Gesicht hast oder Gürtelrose im Gesicht hast. Ändert das etwas an deiner eigenen Natur, wenn du so, sagen wir mal, ein bisschen für andere so ein bisschen verstümmelt bist oder krank bist oder so? Nein. Deine eigene Natur bleibt von all diesen Erscheinungen völlig unberührt. Egal wie du in Erscheinung trittst. Weil deine eigene Natur ist völlig frei von all diesen Formen. Ich erinnere mich gerade an diese wunderbare Geschichte von in der Autobiografie von Yogananda, wo der Schüler von Yukteswar, dem Meister von Yogananda, oder Yogananda selbst, ich weiß nicht mehr genau, war egal, hören wollte, boah, wollte etwas Negatives hören. Er hat immer etwas Positives gehört von seinem Meister. Und dann führte er den Meister zu einem Hund. Und dann sagt er, guck dir mal diesen Hund an. Und der Meister sagte, schau mal diese wunderbaren weißen Zähne. Das hat er jetzt für den Schüler gesagt extra, weil, und das ist auch gut zu verstehen, weil der Meister, der wahre Meister, der erkennt auch in dem verwesten Teil des Hundes die wahre Natur, die ist weder gut noch schlecht. Er kann sagen, die Zähne sind wohl so wunderbar schön weiß, aber er kann auch genauso sagen, boah, es ist einfach schön. Weil die Zähne drücken Teil von dieser wahren Natur aus und der verweste Körper drückt genauso einen Teil der wahren Natur aus. Und die wahre Natur ist in diesem verwesten Teil nicht besser oder schlechter als die wahre Natur in den weißen Zähnen. Das ist genauso. Schaut mal. Ich habe hier zwei wunderschöne Rosen. Die eine sieht noch so ganz frisch aus jetzt hier, nicht? Diese. So ganz schön frisch. Und die andere, die lässt schon langsam im Kopf hängen. Beginnt so. Noch ist sie schön. Ich finde sie immer schön. Und man sagt, ah ja, ich würde lieber diese nehmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt nicht, dass wir jetzt im Widerstand sind. Wir können uns immer wieder frisch entscheiden, gehen wir da lang oder gehen wir da lang, nach unserem Gefühl, ohne im Widerstand zu sein. Und wenn du jetzt diese Blume betrachtest, der Weiße sagt gar nichts dazu. Der sieht einfach die Rose, ohne zu sagen, ohne sie zu betiteln, oh, das ist eine Rose, oh, was hat die schöne Blütenblätter, oh, diese Dornen, die mag ich gar nicht so, ich liebe mehr die Blütenblätter. Das ist alles Abgrenzung, das ist alles Widerstand. Die Rose beinhaltet alles, den Stängel, die Blätter, die Dornen, die Blüte und das Schauen, wenn man jetzt
ohne Widerstand ist, das bedeutet, die Stille schaut. Nicht der Peter. Peter mit seinen Vorstellungen, mit seinen Ideen und so, wie es vielleicht sein sollte. Aber auch diese Ideen und Vorstellungen fallen alle weg, wenn du deine Stille realisiert hast. Wie auch immer, wodurch auch immer. Aber wenn du jetzt so die Stille bist, da bist du nur der Wahrnehmende, der Schauende. Und stell dir jetzt mal vor mit deiner Partnerin, du hast dich immer gefetzt, so, immer kritisiert dich. Zahnpastatube kannst du nicht mal zumachen. Immer wieder morgens, nicht putzt deine Zähne, sieht alles schmutzig aus, der Spiegel ist vollgespritzt, so, Tube ist offen. In der Verliebtheitsphase spielt das keine Rolle, da war man so in der Liebe, da war man so eins miteinander. Aber dann, wenn die Arbeit beginnt, so wenn die Verliebtheit vorbei ist, dann ärgert man sich über alles so, was einem nicht behagt. Und das ist der Widerstand. Und stell dir jetzt mal vor, kommst jetzt nach Hause, hast deinen Baum umarmt, bist so ganz in dieser Liebe und begegnest deinen Partner, deine Kinder und schaust nur. Da sind gar keine Gedanken da, da Stille. Diese Maschinerie, die immer von morgens bis abends, die ist still. Weil du hast jetzt die Stille von dem Baum in dir aufgenommen. Du fühlst dadurch deine eigene Stille. Und diese Stille bringst du mit nach Hause. Schaust deinen Partner an. Egal, was der sagt, was er macht, was er trägt, was er vielleicht bei dir gerade wieder kritisiert. Du bist nur der Beobachter, ohne in den Widerstand zu gehen. Selbst wenn dein Partner sagt, boah, bringst den ganzen Dreck vom Wald jetzt mit in die gute Stube, ich habe die heute Morgen gerade sauber gemacht und jetzt wieder alles so schmutzig, wie kommst du dazu? Wenn du der Beobachter bist, bist du einfach nur der Beobachter, bist nur der Wahrnehmende. Bist die Stille, du bist die Stille. Und die Stille macht nichts. Und stell dir vor, dein Partner ist genauso wie du und umfasst auch den Baum oder sitzt schön in seinem Kämmerlein, meditiert, erfährt die Stille, du kommst von deinem Baum, dein Partner in der Zeit schön meditiert, erfährt die Stille und dann kommt ihr zusammen. Und was erlebt ihr? Da kommen ja zwei Stillen zusammen. Und jede Stille erkennt sich selbst in dem Partner, in dem anderen. Keine Trennung. Stille ist Stille. Das gibt nicht die transzendentale Stille da, die ist so, und die andere transzendentale Stille ist hier. Nein, es gibt nur eine Stille. Die transzendentale Stille. Und wenn beide Partner jetzt zusammenkommen und sich begegnen in dieser Stille, da gibt es keinen Widerstand. Da gibt's gar nichts. Und trotzdem drückt sich diese Stille jetzt aus, indem das Herz so überfließt für deinen Partner aus der Stille, ohne zu denken, oh, ich muss meinem Partner jetzt ein paar schöne Blumen schenken, mir geht's so gut, der muss ein paar schöne Blumen haben oder dieses oder jenes machen. Kann auch passieren aus der Stille, das ist kein Widerspruch, kann alles passieren, aber wenn die Stille spricht, dann geschieht es nicht von hier, die Handlungen, das Denken, das Fühlen. Wenn die Stille spricht, dann kommen die Gefühle, die Gedanken aus dieser Stille und alles, was du dann machst für deinen Partner, für deine Kinder, für deinen Arbeitgeber, für deine Freunde, auch für deine Feinde, alles, was du machst aus dieser Stille, ist getragen von dieser Stille, ist durchdrungen von dieser Stille, ist die wahre Liebe. Und die wahre Liebe hat nichts Negatives.
Das nicht irgendwas so, das mag ich nicht, das will ich nicht. Und wenn du mit dieser wahren Liebe, mit dieser wahren Stille bist, veränderst du deinen Partner, du veränderst deine Kinder. Wenn dein Partner vorher immer so, sagen wir so, dein Partner noch nicht diese wahre Stille und du erfährst diese wahre Stille und begegnest deinem Partner mit dieser wahren Stille, ohne diesen Kopf, nicht, ohne diesen Widerstand, ohne diesen Ärger, nicht, Zweifel, all das, ohne, dein Partner wird mehr und mehr, vielleicht nicht gleich heute, aber wird mehr und mehr dieser Stille genauso gewahr wie du. Vielleicht erfährt er bei dir die Stille und sagt, boah, du tust mir so gut. Ich möchte gerne mit dir spazieren gehen. Ich möchte gerne mit dir zusammen essen. Lass uns was zusammen unternehmen. Weil der Partner spürt, boah, da ist etwas, das habe ich noch nicht. Das hätte ich gerne, aber ist egal, jetzt will ich einfach mit ihm sein, mit meinem Partner und gar nichts, nicht, auch nicht viel reden, so einfach nur mit ihm sein. Und dadurch öffnet der Partner, der jetzt bisher noch nicht so diese Stille erfahren hat, öffnet sein Herz ganz automatisch, ohne dass er sagt, ich muss mein Herz öffnen, ich will das oder jenes. Nein, das fällt alles weg. Wenn wir etwas wollen, wenn wir immer, ich will Erleuchtung, nein, so funktioniert das nicht. Ich will transzendieren, ich will in die Stille. Nein, wenn du den Baum umfasst, da denkst du nicht, ich will jetzt die Stille, da bist du einfach nur mit dem Baum, mit dir. Und dann kann die Stille in Erscheinung treten. Genauso mit deinem Partner. Du willst gar nichts von deinem Partner, gar nichts. Einfach, vielleicht sagst du, ich will am Anfang noch so, ich möchte mit ihm sein. Das ist völlig in Ordnung, wenn das so kommt. Sagst, das ist ja ein Wille, nicht? Darf sein. Und dann merkst du plötzlich, auch dieser Wille, mit dem Partner zu sein, wird immer weniger. Du wirst immer bewusster, bewusster, bewusster. Und spürst plötzlich, ist da keine Trennung. Und der Fluss von zwei Menschen, die so keine Trennung haben, der ist wie bei den Tieren, wie bei den Pflanzen. Alles natürlich, alles getragen von dieser unendlichen, allumfassenden Stille. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss jetzt. Mit der Stille, mit der Liebe, mit dem Widerstand. Jetzt schaue ich nochmal gerade, ob da irgendwelche Meinungen sind. Ninette, Dankeschön. Ja, danke dir auch, Ninette, dass du da bist. Und all die anderen, ganz wunderbar. Sandra, hallo, ganz schön. Katharina, schön, dass du auch da bist. Ja, ich liebe euch alle. Freue mich immer, wenn ihr da seid, weil durch euch kommt dieses wunderbare Feld, das Feld der Liebe, das Feld der Stille zustande, wird gefördert und wir können uns alle in dieser Stille baden. Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft und mit der Stille beginnt das Leben. Jai Gurudev.